Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute möchte ich mal darüber sprechen, ob es wirklich immer so schwer ist und auch so teuer ist, sich gesund zu ernähren, zum Beispiel wenn man auf Reisen ist oder auch einfach zu Hause, weil das etwas ist, was uns doch ziemlich häufig mitgeteilt wird, dass Kunden Probleme haben, sich gesund zu ernähren, dass ihnen ein bisschen die Ideen fehlen, beziehungsweise sehr häufig wird als Grund, warum sie es nicht machen, angeführt, dass sie keine Zeit haben, keine Zeit zum Kochen, keine Zeit, sich Essen zuzubereiten oder aber auch, dass gesundes Essen teuer zuzubereiten ist. Nun habe ich auf einer meiner letzten Reisen dieses Schild gesehen, dieses Schild, was ich dir hier nochmal einblende, Healthy Fast Food, also gesundes Fast Food. Und in meinem Kopf war das natürlich erstmal ein Widerspruch, weil natürlich sind dort Burger abgebildet und ähnliche Dinge. Klar kannst du dir auch auf eine gesunde Art und Weise machen, wenn du sie selber zubereitest zu Hause. Aber das ist ja nicht unbedingt das, was man im Kopf hat, wenn es um ein gesundes, schnelles Essen geht, dass man an einen Burger denkt. Dieser Widerspruch hat sich aber eigentlich ziemlich schnell aufgelöst, weil ich dann mal überlegt habe, okay, was esse ich eigentlich so im Alltag? Was essen wir mit der Familie? Und dauert das wirklich immer so lang und ist das wirklich immer so aufwendig und ist das wirklich auch immer so teuer, das zuzubereiten, wenn es denn gesund sein soll? Und deswegen habe ich das einfach mal mitgestoppt. Ich bin also zu Hause in der Küche, als ich gekocht habe, habe ich einfach mal die Stoppuhr gedrückt. Ich blende es dir hier ein. Ich habe für die Zubereitung von dem Essen, was ich dort gemacht habe, 23 Minuten gebraucht. Sagen wir einfach, 30 Minuten hat es gedauert. Und ich habe die Zeit gestoppt ab dem Moment, wo ich quasi die Töpfe auf den Herd gestellt habe, die Zutaten zusammengesammelt habe und angefangen habe, die Sachen zu schneiden und in die Töpfe zu geben. Was ich nicht mitgezählt habe und wo ich dann aufgehört habe, die Zeit mit einzubeziehen, das ist die Garzeit, also wie lange das dann wirklich gebraucht hat zum Kochen. Das ist jetzt bei diesem Gericht nicht wirklich lange gewesen, das muss man ganz klar sagen. Aber ich persönlich zähle die Garzeit eigentlich nie dazu, wenn ich sowas betrachte, aus einem ganz einfachen Grund. In der Zeit kann ich ja was anderes machen. Also das Essen steht von selber auf der Flamme und kocht da vor sich hin. Da habe ich keine Aufgabe mehr. Ich kann in der Zeit, keine Ahnung, Wäsche machen, Blumen gießen, mich ausruhen, ein Buch lesen, telefonieren, was auch immer. Das heißt, diese Zeit kann ich anderweitig schon wieder nutzen, wenn ich das denn möchte. Da bin ich nicht unbedingt dran gefesselt. Und wenn man das jetzt mal vergleichen würde, wenn man irgendwo hingeht, um sich schnell etwas zu essen zu holen, in ein Restaurant, zu einem Chinesen vielleicht oder zu einem Italiener eine Pizza abholen oder Döner oder was man auch immer so als schnelles Essen nehmen möchte, hat man ja auch eine gewisse Wartezeit, die man braucht, bis man sein Essen letzten Endes hat. Also von der Zeit her sage ich, ich habe dort ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis das Essen fertig war und Garzeit nicht berücksichtigt. Von den Kosten her, was habe ich benutzt? Ich blende die hier mal ein, was wir überhaupt gegessen haben an dem Tag. Es gab also ein Gericht aus Gemüse, Reis und Linsen, die dort gekocht wurden. Dass dieses Gericht vegetarisch oder in dem Fall sogar vegan ist, ist ein reiner Zufall. Das passiert einfach, aber ich ernähre mich nicht vegetarisch oder auch nicht vegan, bewusst und mit Absicht. Das habe ich mal gemacht. Ich war über einen Zeitraum von 10 Jahren fester Vegetarier. Habe das aus verschiedenen Gründen aber dann wieder aufgehört, aber das ist einfach ein zufälliges Produkt dort, warum das vegan vegetarisch ist. Von den Kosten her ist es so, ich habe dort die Menge Reis, die ich insgesamt gekocht habe, ich habe es alles ausgerechnet, hat mich 87 Cent gekostet, die Linsen 35 Cent, die Zucchini, die ich verwendet habe, 1 Euro, die Paprika 3,70 Euro insgesamt, die Möhren 2,40 Euro. Was ich jetzt nicht dazu gerechnet habe, das sind Kleinigkeiten wie Öl oder Gewürze oder Zwiebeln und auch die Energie habe ich nicht dazu gerechnet, die ich ja brauche letzten Endes, um das Essen zu kochen, zuzubereiten. Aber wenn ich diese Kosten so überspringe, dann komme ich für diese Mahlzeit auf 10 Euro. Jetzt kann man sagen, okay, also 10 Euro und eine halbe Stunde Arbeit ohne Garzeit gerechnet, da ist ja jedes Fastfood, jeder Döner, den ich mir hole, ist billiger und auch viel schneller. Vielleicht schmeckt es auch besser, sagt der ein oder andere jetzt, mag sein. Aber jetzt gibt es Folgendes noch zu berücksichtigen und zwar von dieser Mahlzeit, die ich dort zubereitet habe, sind 4 Personen satt geworden. Das heißt, 4 Leute haben davon gegessen. Also hätte ich das jetzt für mich selber gemacht, hätte ich im Prinzip 4 Mal davon essen können, was dann pro Mahlzeit eigentlich einen Kostenpunkt von 2,50 Euro entspricht. Und dann liegen wir schon von einem Preis, der wirklich deutlich günstiger ist als alles, was man sich sonst so letzten Endes am Fastfood holen kann. 2,50 Euro für eine Mahlzeit.
Und 30 Minuten Zubereitungszeit finde ich jetzt auch völlig in Ordnung, weil selbst wenn ich jetzt hier entscheide, ich koche heute Mittag nicht und ich fahre irgendwo hin und hole mir etwas Fertiges, dann habe ich die Fahrt dorthin. Ich muss dort im Prinzip warten, bis ich das Essen letzten Endes kriege und ich muss dann ja auch wieder irgendwie zurück. Das heißt, von der Zeit her wird es schon etwas schneller sein, wenn ich irgendwo hingehe, aber nicht unbedingt und zwangsläufig. Also ich finde, man kommt schon, wenn man selber kocht, ziemlich nah dran. Das Fazit aus diesem Video ist eigentlich von meinem Standpunkt aus: Selber kochen dauert überhaupt nicht so lange, wie man das meistens im Kopf hat, wenn man es einfach ein bisschen strukturiert angeht. Es ist definitiv günstiger, als sich immer irgendwo irgendwas zu kaufen. Das heißt, wenn du Geld sparen möchtest oder musst, ist selber kochen ein Riesenbooster und bringt dich sehr, sehr weit nach vorne. Es wird auf jeden Fall im Sinne vom Clean Eating, also im Hinblick darauf, dass du dich so ernährst, dass es für dein Trainingsziel, für deinen Sport optimal ist, die beste Lösung sein, wenn du selber kochst. Weil du einfach weißt, was drin ist, weil du weißt, was du zubereitest, du kennst die Qualität und du kannst auch die Bestandteile gewichten. Du siehst hier auf meinem Teller beispielsweise, dass ich einen relativ großen Anteil Gemüse habe und dass ich im Prinzip die Linsen und den Reis relativ gleichmäßig gewichtet habe. Linsen sind ein sehr guter Träger von Ballaststoffen, auch Kohlenhydraten, aber auch Proteinen, die haben ganz guten Proteinanteil. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest den Proteinanteil höher haben, dann nimmst du einfach deutlich mehr Linsen und nimmst die Kohlenhydrate, sprich den Reis ein Stück weit zurück und schon kannst du dein Gewicht selber ein bisschen verschieben nach den Bestandteilen, wie du es haben möchtest. Lange Rede, kurzer Sinn, dass Fastfood günstiger ist und vor allem schneller geht, also wirklich fast ist, das halte ich eigentlich für ein Gerücht. Selber kochen spart Geld, unterstützt dich bei deinem Training und sorgt dafür, dass du auch zügig eine richtig gute Mahlzeit hast. Ein Tipp, den ich dir geben möchte, ist, wenn du selber etwas kochst und wenn du vielleicht auch einen Single-Haushalt hast oder häufiger mal auch selber für dich alleine kochst, weil du in der Familie einen anderen Rhythmus hast über Schichtarbeit oder ähnliche Dinge, koch die Portion einfach ein kleines bisschen größer. Koch also nicht eine Portion Kartoffeln, sondern koch die Kartoffeln so, dass sie für zwei oder drei Mahlzeiten reichen. Pellkartoffeln halten sich perfekt einige Tage im Kühlschrank, die werden nicht so schnell schlecht, das ist kein Problem. Das gleiche gilt im Prinzip für Hülsenfrüchte. Ein Chili ist ein extrem gutes und gesundes Essen, hervorragend für das Training geeignet, passt super für fitnessorientierte Leute. Kann man auch eine größere Portion machen, die man eine Weile aufhebt und dann zwei, dreimal davon essen kann. Die meisten Leute, interessanterweise, essen mehrfach das Gleiche. Wenn ich mal Ernährungspläne auswerte, dann habe ich sehr häufig immer wiederkehrend die gleichen Gerichte. Und wir in Deutschland sind natürlich Brotesser, wir sind ein Brotland. Ganz viele Leute essen jeden Tag Brot, Tag ein, Tag aus, das auch teilweise mehrfach am Tag. Interessanterweise sagen sie mir aber dann, wenn ich eine Veränderung im Essen vorschlage, ja, ich kann doch nicht immer das Gleiche essen, ich kann doch nicht ein Chili kochen und das drei Tage hintereinander essen, das geht ja gar nicht. Aber eine ganze Woche hintereinander Brot essen, das geht dann schon. In diesem Sinne, denk mal drüber nach. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Nutzen geben. Selber kochen ist günstig und schnell, schmeckt gut. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao.